Ja, meine Damen und Herren, ich könnte jetzt sagen, der Altmeister und der zukünftige Weltmeister. Ja? Aber das ist ja noch nicht so weit. Was fehlt ihm noch? Was sagt der Altmeister? Ja, es ist logischerweise die Erfahrung. Es geht ja nicht nur um das schnelle Autofahren. Man muss sich mal überlegen, so ein Rallyefahrer muss einmal noch einen Schrieb fahren können. Mhm. Das ist einmal ganz was Schwieriges. Das Erstellen eines Schriebs zu erlernen, das wirklich dann so zu timen, dass der Beifahrer das sagt, wenn du das hören willst als Fahrer, das sind Dinge, die gehen nicht von heute auf morgen. Und man kann ehrlich sagen, man kann vom Kimi nur den Hut ziehen, dass er überhaupt diesen Schritt gewagt hat, weil eigentlich kannst du nur verlieren. Jeder denkt, ja, wenn der die Formel 1 Weltmeisterschaft gewinnt, dann muss er sowieso im Rallysport da ganz vorne dabei sein. Deshalb habe ich vorhin in Kai Lindström ja genau die Frage gestellt, ob das eine Last für ihn ist. Wie lange braucht er? Oder wie lange braucht man, um das zu können? Naja, ich meine, ganz vorne dabei zu sein, glaube ich persönlich, dass er Minimum 3 Jahre braucht. Er wird sicher super Zeiten teilweise wieder fahren. Mhm. Es wird sicher wieder mal einen Rückschlag geben, weil es eigentlich logisch ist. Es ist jede Rallye neu für ihn. In der Weltmeisterschaft hast du den Nachteil oder das Problem, dass du nur zweimal drüber fahren darfst. Ja. Also schreiben, kontrollieren und finito. Und dann geht's schon los. Und die anderen Herrschaften, seine Gegner, die wirklich ganz top sind, die kennen die Rallye schon 5, 6 oder 10 Jahre. Aber Kimi, wie war das denn bei dir, als du vom Asphalt, vom glatten Asphalt der Formel 1 plötzlich da, so auf Schnee, auf Schotter, Wiese, Matsch? Ich wollte ja immer mal Rallye fahren, ausprobieren. Ich habe ja schon im letzten Jahr so ein paar Tests gemacht und das war für mich schon etwas, das ich absolut mal ausprobieren wollte. Und das Schöne, das Angenehme daran ist, dass man mal auf Beton oder Asphalt fährt, dann mal im Schlamm, dann im Schnee oder auch auf Eis und Schnee. Da kann wirklich alles kommen. In der Formel 1, da fährst du ja nur auf Beton und Asphalt. Und wenn es regnet, gut, dann ab und zu eben mal. Aber im Rallye-Sport, da ist jede Kurve anders. Und das ist etwas, was schon ganz anders ist als in der Formel 1, wie ich es da kennengelernt habe. Also eine viel größere Herausforderung. Er hat ja auch gesagt, ein Weltmeistertitel in der Rallye ist mehr wert als in der Formel 1. Würdest du das als Altmeister unterstreichen? Nee, ich bin noch nie Formel 1 gefahren. Also für mich sind die Geschwindigkeiten auch Wahnsinn. Ja. Ich habe zwar einen Weltrekord, das ist über 24 Stunden, 324 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit in der Oval, aber das ist eine andere Welt. Ja. Hm. Ich weiß, was das heißt, so schnell zu fahren, aber das permanent ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte, hat seinen eigenen Reiz im Kampf Mann gegen Mann. Ja. Aber bei der Rallye musst du halt mit allen zurechtkommen. Du fährst Prüfungen 2-3 Mal und... Keine Panik, es ist jetzt Feueralarm, vielleicht hat jeder heimlich geraucht. Hat jemand von Ihnen heimlich geraucht, meine Damen und Herren? Sie zu Hause vielleicht, das weiß man nicht. Aber der Feueralarm wird hier ausgelöst. Wir werden jetzt, meine Damen und Herren, ganz locker bleiben, in die Werbung gehen und gucken, ob denn hier was Schlimmeres passiert ist. Aber es qualmt noch nicht hinter uns und es geht auch nicht in die Luft. Also, Werbung, dranbleiben, gleich machen wir weiter. Bis gleich. Meine Damen und Herren, Sie haben gemerkt, wir sind wieder da. Sport und Talk aus dem Hangar 7 und wir sind alle an unseren Plätzchen, Sie bestimmt zu Hause auch. Es war ein Fehlalarm. Wenn Sie um die Scheiben herum noch so ein paar Blaulichter sehen, ja, die Feuerwehr ist auch da. Das sind jetzt unsere Gäste, die kommen jetzt auch gleich zu uns, aber es ist hier nichts passiert. Punkt. Rallye war unser Stichwort. Kimi Räikkönen ist bei uns und auch Raimund Baumschlager und wir hatten ja miteinander geredet. Er hat mal einen wichtigen Satz geprägt, hat nämlich gesagt, Rallye fahren ist relaxer als bei der Formel 1. Bevor er es begründet, möchte ich hören, ob es stimmt. Ich glaube einfach, das wird das Ganze rundum sein, weil es einfach familiärer ist, lockerer abgeht, die Teams miteinander sehr gut auskommen eigentlich und unter den Fahrern denke ich auch nicht dieser irre Fight wie in der Rundstrecke ist. Das ist mein Gefühl. Vom Fahren her selbst weiß ich nicht, ob es relaxter ist, da fällt mir der Vergleich, aber ich denke, das Umfeld ist lockerer. Siehst du das auch so?
Ja klar, das Fahren selbst ist schon sehr intensiv, aber wenn man so sich durch das Fahrerfeld begibt, da ist alles schon ein bisschen lockerer und die Leute sind lockerer drauf. Da ist weniger Politik mit dem Spiel als in der Formel 1. Ich glaube, allen gefällt das auch so. Und wenn man da hingeht, dann hat man schon das Gefühl, dass es einfach persönlicher ist, angenehmer. Ja, jeder Sport hat seine guten und seine schlechten Seiten. Und mir gefällt dieses Rallye-Gefühl. Und wie er ja schon sagte, der große Unterschied liegt darin, dass wir gegen die Zeit fahren und nicht gegeneinander. Und deshalb hat man mit den Fahrern nicht so ein großes Problem. Also es gibt ja noch ein paar Leute, die sind vielleicht noch ein bisschen nervenstärker und noch ein bisschen aufgedreht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Kimi Räikkönen da auch irgendwann nochmal mitmacht, nämlich bei NASCAR. Und nach unserer Sendung hier, da ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack drauf, geht es nämlich um NASCAR. Also schauen Sie mal hier. Und die Musik läuft und wir holen unseren nächsten Gast rein, weil der hat tatsächlich mit NASCAR zu tun. Gucken Sie ihn sich an. Da ist er, Matthias Ekström. Komm, wollen wir ran. Hallo. Nimm da Platz, dann nehmen wir den in die Mitte. Komm. Matthias, NASCAR, wir kennen dich von der DTM. Wir kennen dich von ein bisschen Rallye fahren. Wieso jetzt NASCAR? Ja, ich hatte schon viele Sachen probiert in meiner Karriere und ich hatte auch den NASCAR ein bisschen verfolgt die letzten 3 bis 5 Jahren und fand das interessant und jetzt habe ich dank Red Bull und dank Audi den Chance bekommen, dass ich da probieren kann. Wir gucken mal, wir haben was vorbereitet, du warst nämlich in Charlotte und hast da schon mal das Team besucht, ja, und das sind einige Eindrücke. Wie hat es dir da gefallen? Oder warst du erstmal erstaunt, was das für Autos sind? Ja, die Autos, was sie damit fahren, ist schon ein bisschen anders, was wir gewöhnt sind hier von Europa. Die Basis technisch ein bisschen mehr einfach, aber das Team, wie die so arbeiten, ist sehr, sehr professionell. Mhm. Und ich würde sagen, der größte Unterschied ist schon, dass die Autos, wo da mitwerben, ist um die 40, 50 auf jeder Rennwochenende. Also das macht schon dann sehr, sehr viel Konkurrenzkraft von den Gegnern. Und nun haben ja viele gedacht, ach komm, der Matthias Ekström, der ist mal gerade so in der DTM richtig gut drin und fährt da klasse. Warum geht er jetzt zu NASCAR? Aber ich glaube, du willst es tun, weil, das wirst du uns ja gleich erzählen, aber wir haben ein paar Testbilder, dass du nämlich auch im Auto warst und getestet hast in Virginia. Da wollen wir auch mal reingucken. Ja, das stimmt schon. Wie waren deine Eindrücke? Ja, ich war da auf Virginia International Raceway und hatte einen Tag mit dem Team getestet und hat schon viel Spaß gemacht. Der Motor hat richtig viel Kraft, ungefähr 900 PS. Auto ist ein bisschen schwerer, als was mein normales DTM-Auto ist. Aber ich finde, ich habe ziemlich früh zurechtgekommen und hat schon eine Menge Spaß gehabt. Aber das ist ein Riesenunterschied, das ist viel schwerer auch. Was ist der Unterschied zur DTM? Ja, das Gewicht ist viel, viel größer bei der NASCAR, so um die 600, 700 Kilo. Aber dafür hat man doppelt so viel Leistung. Ja. Und Abtrieb hat man keinen. Fast bei so einem Auto und wenn man die Bilder anschaut, sieht man in den Kurven geht es nicht so schnell, aber auf die Geraden so schneller. Kimi, ich habe es ja eben gesagt, könntest du dir vorstellen, auch mal NASCAR zu fahren, was jetzt Matthias versucht? I mean, it would be nice to try. Ja, es wäre schön, das mal auszuprobieren. Alles Neue interessiert mich immer, klar. Aber ich habe dieselben Stories schon mehrfach gehört, dass man sehr viel PS unterm Hintern hat, aber die Fahrbarkeit, das ist ein bisschen was anderes. Es sieht toll aus, ein tolles Rennen, so viele Autos dann auch noch im Rennen. Klar, es wäre schon mal spaßig, das zu probieren. Ich hoffe, das klappt mal. Du wirst ja im Anschluss an diese Sendung bei uns dann bei der NASCAR-Sendung mit Maren Braun als Gast sein und da werden wir noch ausführlicher hören, wie du es dann empfunden hast, da beim NASCAR jetzt einzusteigen. Das Ganze wird am 20. Juni sein, bei diesem Sprintrennen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Also ich würde noch ein Rennen zugucken von Michigan und dann würde ich den Dienstag rüberfliegen und ungefähr eine Woche dann mit dem Team zusammen haben. Und alles weitere, liebe Zuschauer, zu diesem Thema mit Matthias Ekström, wie gesagt, im Anschluss an unsere heutige Sendung. Maren Braun wartet quasi auf ihn und er geht jetzt rüber ins Studio. Meine Herren, es war sehr spannend. Die Regie sagt, jetzt müssen wir aufhören. Aber das mit dem NASCAR-Rennen, das behalten wir. Und am besten zeigst du ihm, wie das geht.
Ich werde es versuchen. Okay, ich bedanke mich recht herzlich an unsere Motorsportfraktion, meine Damen und Herren, auch wenn es ein bisschen mit Feueralarm unterbrochen war. Wir haben es alle gut überstanden. Dankeschön an euch drei. Danke. Ciao. Tschüss. Danke.